Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute möchte ich gerne mit dir ein Full-Face-Näh-Make-up schminken. Also wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, Näh ist eine Make-up-Marke, die bei Dalton gelistet ist, also die arbeiten zusammen. Und da habe ich von Dalton einige Produkte zugeschickt bekommen und die möchte ich gerne in diesem Video mit euch zusammen austesten. Und ich freue mich schon tierisch, denn ich habe gestern das PR-Paket aufgemacht und mit euch zusammen geöffnet. Ich kann dir hier oben mal das Video verlinken. Und ja, jetzt kann ich die Produkte endlich verwenden. Das erste Produkt, was ich verwenden möchte, ist tatsächlich eine Ampulle von Dalton. Denn die kannst du super als Make-up-Grundlage verwenden. Das ist die No Filter Needed Ampulle. Da wurde mir noch ein komplettes Ampullenset mit 5 Ampullen zugeschickt. Mega. Und ja, dann nehme ich mir doch mal eine raus. Ich könnte jetzt theoretisch auch eine Maske verwenden. Die Hydro-Lift-Maske, die hätte ich hier auch liegen. Tada! Die möchte ich aber tatsächlich gerne heute Abend machen, weil ich gehe nachher in den Garten tatsächlich mit Fullface geschminkt. Die Frau ist ein bisschen merkwürdig, ich weiß. Genau. Und die möchte ich einfach heute Abend machen, um so ein bisschen meiner Haut Feuchtigkeit zu geben und so. Ja, bei diesen Ampullen hast du auch eine Abbrechhilfe mit dabei. Und super, super wichtig ist es, dass dieser Punkt in deine Richtung zeigt, ne? Damit auch wirklich alles richtig vonstatten geht, sage ich jetzt einfach mal. Denn was auch total interessant ist, dass die Produkte von Näh Make-up Milano oder Näh Milano Make-up 100% kompatibel mit den Dalton-Produkten sind. Das heißt, das wird alles gut miteinander funktionieren im Gesicht. So, dann mache ich jetzt hier einfach mal die Ampulle auf und gebe sie mir in die Hand. Die ist ein bisschen dickflüssiger. Die hatte ich ja schon mal in dem Set auch. Ich gebe mir immer alles von der Ampulle zunächst auf die Hand und verteile das dann immer nach und nach in meinem Gesicht. Oh, das riecht auch so angenehm. Oh, ich mag einfach diese Ampullen von Dalton und die Produkte von Dalton. Vom Duft her, vom Gefühl auf der Haut her ist es auch immer eine ganz gute Geschichte. Und da es heute recht warm ist, kann ich das gerade mit der Extraportion Feuchtigkeit und so richtig gut gebrauchen. Und die Ampulle soll dann auch so ein bisschen das Hautbild mattieren, was ich immer interessant finde. Also für mich ist es halt eher so eine Hautbildverbesserungsgeschichte, ne? So, und wenn ich dann noch ein bisschen was auf den Händen habe, verreibe ich das und gebe das dann aufs Gesicht und arbeite das schön ein, damit das Gesicht ordentlich mit Feuchtigkeit und dem ganzen Serum und der ganzen Power aus der Ampulle versorgt wird. Und was die Ampulle halt neben diesem Mattierungseffekt macht, ist, dass sie die Poren verfeinert, Feuchtigkeit spendet und die Haut so ein bisschen aufgepolstert wirken lässt. Also kleine Fältchen werden dann in dem Sinne auch ein bisschen kaschiert. Und das ist natürlich perfekt als Make-up-Grundlage, ne? Denn genau das machen ja normalerweise auch Primer. Deswegen verteile ich mir die überall richtig schön auf dem Gesicht, auf den Augen und überall, wo es geht. So, jetzt ist die soweit eingearbeitet. Ich kann sie nicht weiter einreiben. Die kann jetzt ein bisschen einziehen. Und ja, ich fühle mich auf jeden Fall so, als hätte ich gerade einen richtig guten Primer mit drauf gemacht. Deswegen, coole Sache. Dann kommen wir jetzt mal zu dem Make-up an sich. Also ich finde, dass ich jetzt nicht todmatt aussehe. Also ich finde, dass meine Haut trotzdem schön glowy aussieht. Gesund sieht sie vor allem aus. Und jetzt tragen wir zuallererst die Foundation auf. Da habe ich zwei verschiedene Farbtöne bekommen von der Perfect Skin Oxygen Foundation. Das ist diese hier. Und die sieht so schön aus. Das ist einmal die OX01 und die OX0. Ach Quatsch, die OX1 und die OX0, genau. Ich weiß nicht, vielleicht passt ja die OX1 ja direkt. Das ist diese hier. Gebe ich mir erstmal ein bisschen was auf meinen Handrücken. Ich stehe ja drauf, dass es hier ein Pumper ist, ne? Das ist ja schon mal vollkommen... Ja, guck mal. Das sieht doch nach meinem Farbton aus, oder? Ich glaube schon. Riecht nach nichts. Dann nehme ich mir ein angefeuchtetes Beauty-Schwämmchen und verteile die auf meinem Gesicht. Ja, ich gucke mir dann doch nochmal die OX0 an. Ja, also die ist deutlich heller und genau wie auch die liebe Denise mir geschrieben hat, der Farbton genau dazwischen wäre meiner. Deswegen mische ich das, was ich jetzt auf meinem Gesicht habe, erstmal direkt auf meinem Gesicht. Ja, das ist wahr. Also die beiden Nuancen verbunden miteinander sind meine perfekte Gesichtsnuance. Ja, das heißt, ich mische das hier einfach mal mit meinem Finger auf meinem Handrücken und arbeite das dann in mein Gesicht ein. Und diese Foundation ist halt wirklich für Haut gemacht,
wie meine. Für sensible Haut, für Haut, die so ein bisschen extra Pflege benötigt. Die wird auch so ein bisschen die Fältchen kaschieren und Unebenheiten und Rötungen minimal abdecken. Aber sie hat halt eine leichte bis mittlere Deckkraft und soll in dem Sinne nicht mattierend sein oder so, sondern darf dann auch noch ein bisschen finish bleiben. Sag's mal, glowy Finish haben, genau. Und die Ampulle ist tatsächlich eine richtig gute Make-up-Grundlage, denn ich merke, wie einfach es gerade ist, diese Foundation in meinem Gesicht einzuarbeiten und zu verteilen. Das ist super, super leicht. Was natürlich auch an der Foundation liegt, ne? Aber ja, in Kombi super Geschichte. So, ich finde das Ergebnis von der Foundation echt schön, aber wahrscheinlich wirkt es jetzt im ersten Moment nur so, aber irgendwie sieht sie auch ein bisschen fleckig aus. Muss ich mal gucken. Ich finde hier an der Stirn habe ich irgendwie einen weißen Streifen, dann hier oben ist es gelb, an den Augenbrauen auch. Vielleicht setze ich das halt ziemlich an den Härchen so ab, aber ich kriege das auch nicht ausgeblendet. Also da muss ich mal gucken, wie das dann halt auch nachher wirkt, wenn die restlichen Produkte auf dem Gesicht sind. Ansonsten gefällt sie mir vom Finish richtig gut, weil meine Haut strahlt, als gäbe es keinen Morgen mehr. Also das ist wirklich schön. Als Concealer habe ich zwei zugeschickt bekommen. Das ist einmal der Bright Flash Illuminating Liquid Concealer. Das ist dieser hier und der ist in der Farbe C1. Und dann habe ich alternativ den Weightless Liquid Concealer. Das ist dieser hier. Der soll ein bisschen besser sein, um die Augenschatten abzudecken. Der ist in der Farbe N.0, glaube ich. Zunächst nehme ich mir hier den Bright Flash Concealer, das ist einer zum Hochdrehen. Den gebe ich mir dann hier auf die Nasolabialfalte. Heißt die so? Oder ist das die Lachfalte? Ist das die Nasolabialfalte? Einfach um so ein bisschen die Rötung an der Nase auch so abzudecken. Dann gebe ich mir gerne hier auch zwischen die Augenbrauen für die Zornesfalte. Kommt jetzt nicht so ultra viel Produkt raus, aber so kannst du es halt auch ein bisschen besser dosieren. Ja, und mit dem Nasenhighlight üben wir nochmal. Ich gebe das auch mal so ein bisschen auf die Rötung, wobei man den eigentlich nehmen sollte zum Highlighten, hatte Denise, glaube ich, geschrieben. Ja, gute Idee, Claudi. Und das arbeite ich dann einmal mit dem Schwämmchen ein. Das ist wirklich weightless. Da hätte ich gar nichts drauf irgendwie. Super interessant. Finde ich, glaube ich, als Alltagsconcealer auch sehr, sehr schön. Dann nehme ich jetzt hier den Weightless Concealer. Den gebe ich mir ein bisschen unter die Augen. Das immer erst vorsichtig auf, wenn ich das Produkt vorher noch nicht getestet habe. Den möchte ich auch ganz gerne verwenden, um als Lidschattenprimer. Also kommt er direkt auf meine Augenlider drauf. Oh ja, der deckt schön ab. Den mag ich auch ganz gerne leiden. Ich gebe mir hier noch ein bisschen unter den Augen auf. Diese Kriegsbemalung, das ist immer großartig, ne? Und baue den Concealer damit auch ein bisschen auf. Doch, also die Farbe passt von dem Concealer definitiv und der deckt auch schön ab. Und der ist super, super leicht und angenehm auch auf der Haut. Also das ist ein schönes Hautgefühl. Bin jetzt gespannt, ob er auch gleich in die Lidfalte bzw. Hier unter dem Auge in die Fältchen kriechen möchte. Und der hat auf jeden Fall mehr Deckkraft als der Bright Flash. Ja, gefällt mir. Ja, jetzt kommen wir mal zu ein paar Creme-Produkten. Da habe ich mir hier nämlich das Contour-Set ausgesucht. Da sind verschiedene Produkte in dieser magnetischen Palette drin. Und den ersten, den wir jetzt einmal verwenden werden, ist dieser hier. Das ist der Contour-Ton. Und das ist ein Creme-Ton. Dann versuchen wir uns mal an Creme-Contour. Ich habe doch ein wenig Angst. Wir gucken mal. Dann nehme ich mir mal so einen Pinsel. Der ist eigentlich auch super für Contouring. Und dip da so ein bisschen rein, nehme ein bisschen Produkt auf und setze mir dann die Kontur hier so hin. Muss man intensiver in die Farbe reingehen, glaube ich. Also im Prinzip möchte man ja hier konturieren und hier so unter dem Wangenknochen. Lässt sich aber super schön ausblenden. Weil das eher ein Creme-Bronzer ist, oder? Weil das Produkt an sich ist relativ warm. Sieht aber nicht verkehrt aus. Ob ich das verwenden würde, so im Normalen? Wahrscheinlich eher nicht. Weil dafür bin ich halt zu faul. Ich versuche mich sogar an der Nasenkontur. Jetzt wird's aber wild hier mit mir. Sieht man da überhaupt einen Effekt? Ich habe keine Ahnung. Uiuiui. Imitieren wir hier unten mal so einen Lippenschatten.
um die Lippen voller wirken zu lassen. Das funktioniert ein bisschen, ne? Gut, für ein Cream-Contour-Produkt ist es vollkommen in Ordnung. Ich gebe mir das auch nochmal hier so ein bisschen drunter. Aber ja, bin da kein Pro drin, bin ich ehrlich. Ich denke, die anderen beiden Töne, sowohl der als auch der, sind halt auch so Abdecktöne, ne? Die kannst du als Concealer-Ersatz auch verwenden. Aber ich habe ja schon zwei Concealer verwendet. Liquid Highlighter habe ich zwei Stück zugeschickt bekommen. Einmal das Nude Glow Serum. Das kannst du dir theoretisch, habe ich ganz vergessen, auch komplett in die Foundation mit reinrühren, um noch mehr Glow zu kriegen. Und das hier ist Mrs. Strobe Liquid, ein Liquid Highlighter. Ja. In unterschiedlichen Farben und Formen. Wir nehmen uns erstmal dieses hier vor. Das schütteln wir einmal ordentlich. Und dann kommt es halt mit einer Pipette raus. Witzig. So eine abgeschrägte Pipette. Und das andere ist halt hier in einer Applikatorform. Okay, spannend. Da hätten wir das hellere, das ist Mrs. Strobe. Und das dunklere, das ist das Glow Serum. Und jetzt werde ich die beiden einfach mal verblenden. Das Mrs. Strobe ist fast verschwunden. Das ist nur noch ganz dezent da, aber dafür sieht man diesen Nude Glow richtig intensiv. Und da haben sich die Farbpigmente auch gerade sehr schön miteinander verbunden. So, dann gebe ich mir hier mal an diese Seite den Mrs. Strobe Highlighter und tappe das so mit den Fingern ein. Das lässt sich schön einblenden und sieht echt nice aus. Richtig schön nasser Glow. Schön. Ich weiß jetzt nicht, wie das gleich aussehen wird, wenn ich da noch Puder drüber gebe. Aber so macht es schon mal einen guten Match auch mit meiner Haut, ne? Also auch farblich gesehen. Dann gucken wir uns jetzt das Serum an. Dafür nehme ich den Zeigefinger, also einen anderen Finger. Und das ist so Kupfer- und Goldfarben. Verbindet sich ebenfalls schön mit der Foundation. Also ich trage da kein Produkt ab, dadurch, dass ich diesen Liquid Highlighter auftrage. Und auch der sieht schön aus. Ich drehe mal kurz das Licht in mein Gesicht. Doch, jetzt sieht man es, ne? Doch, der hat wohl. Der kann was? Oh, wow. Dann werden wir das Ganze jetzt einfach mal setten. Und dafür habe ich hier dieses Puder, das No Trace Compact Powder. Das ist leicht eingefärbt und schaut so aus. Und das soll dem Gesicht Strahlkraft verleihen und die Poren verfeinern. Ich meine jetzt nach der Ampulle und nach der Foundation, die ich jetzt ja schon drauf habe, bräuchte ich eigentlich nichts, was meine Poren verfeinert. Aber ich gebe mir das nur ganz vorsichtig drüber, um leicht die Foundation und den Concealer zu setten. Denn ich möchte eigentlich nicht zusätzliche Deckkraft haben oder irgendwie, ja, das Ganze mattieren oder so. Minimal wird es mattieren, aber die Texturen werden sich ja auch gleich noch verbinden. Dann kommt die Strahlkraft sowieso wieder raus. Und dieses Puder ist tatsächlich nicht so ultra fest im Pfännchen gepresst. Also wenn ich hier mit dem Pinsel reingehe, sehe ich auch richtig, wie das ist doch relativ weich ist. Ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Aber es ist jetzt nicht so ein ultra krass fest gepresstes Kompaktpuder. Und es fühlt sich auch super leicht auf der Haut an. Das ist ein ganz angenehmes Gefühl. Und ich finde, meine Haut sieht jetzt aus, als hätte ich nochmal einen Filter drüber gelegt. Das ist echt krass, oder? Mega. Doch, also das Puder gefällt mir richtig gut. Guck mal, wie schön das alles auch jetzt miteinander verschmolzen ist, ne? Und da kommt ja noch Fixing Spray und alles drüber. Ich bin begeistert. Gut, dann gehen wir wieder zurück in diese Face-Palette, denn da haben wir ja auch den Bronzer und den Blush drin. Für den Bronzer verwende ich den gleichen Pinsel wie jetzt auch gerade und gehe in den Bronzer rein. Da kriegst du aber gut was auf dem Pinsel. Und dann werde ich mein Gesicht hier ein bisschen aufwärmen. Du kriegst natürlich auch unterschiedlichste Produkte noch auf der Dalton-Homepage, ne? Also ich habe mir jetzt ja natürlich nur eine kleine Auswahl ausgesucht, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, ne, mit verschiedenen Finishes. Für jedes Hautbedürfnis ist was dabei. Ja, der ist intensiv, aber sehr, sehr warm. Und der ist sehr stark pigmentiert. Hups! Ja, das muss ich tatsächlich jetzt ein bisschen mit dem Puder abschwächen, weil das ist mir dann doch zu heftig hier an der Stirn. Ne? Das sieht mir nicht, das sieht nicht gut aus. Das funktioniert hier oben mit meinem Haaransatz auch nicht so richtig. Ja, ist mir so. Jetzt sehe ich aus, als wäre ich irgendwie 3 Wochen auf Malediven gewesen. Ne? Ja, kann man machen. Holla. Okay, jetzt nehme ich mir aber den Blush und ich rolle hier irgendwie nach hinten. Hey, was soll das denn? Und dafür nehme ich mir jetzt mal einen vorsichtigen Blushpinsel. Das ist dieser hier. Definiere vorsichtiger Blushpinsel. Da bin ich jetzt zweimal reingedippt. Ich klopfe das mal in die Pinselhaare rein, damit sich das besser verteilt. Gebe mir das dann hier mal so auf meine Wangen.
Ja, da muss ich vorsichtig mit sein. Staubt ziemlich. Aber die Farbe finde ich schön. Jetzt habe ich da auch übertrieben. Aber so seht ihr es, ne? Also das ist intensiv jetzt hier. Kann man stark aufbauen. Aber der Blush ist jetzt mit das Produkt aus dieser Palette, was ich jetzt bislang am schönsten finde. Ich hätte nicht erwartet, dass die Produkte so intensiv pigmentiert sind. Also ich fluffel da jetzt noch einmal drüber mit meinem Fluffelpinsel, um das Ganze auch etwas mehr miteinander zu verbinden und auch minimal abzuschwächen. Ja, ich habe auf jeden Fall jetzt Farbe im Gesicht. Anders kann man es nicht sagen, ne? Krass. Also hier wäre auch noch ein Highlighter drin. Den gucken wir uns gleich auch nochmal an. Ich möchte aber ganz gerne jetzt einmal mit meinem Schwämmchen nochmal unter meinen Augen hergehen. Da ist zwar noch nichts gecreased, aber das mache ich meistens, nachdem ich meine Base-Produkte aufgetragen habe, damit sich hier alles nochmal miteinander verbinden kann, bevor ich auch das Augen-Make-up auftrage und eben nichts in die Fältchen kriecht. Jetzt möchte ich als erstes mal den Highlighter aus dieser Palette verwenden. Das ist hier unten dieser hier. Der ist relativ dezent. Ich hätte auch noch alternativ diesen Highlighter, der Mr. Strobe. Also ich habe Mrs. und Mr. Strobe hier. Das ist ziemlich cool. Das heißt, ich werde auf die Mrs. Strobe-Seite, diese hier, auch diesen Highlighter auftragen, der ja wunderschön aussieht. Und jetzt werde ich euch die beiden Highlighter erstmal swatchen. Der Mr. Strobe ist nämlich etwas goldener, etwas dunkler tatsächlich. Also das ist der Mr. Strobe und das ist der aus der Face-Palette. Dann gucken wir uns das einfach mal hier auf dem Handrücken an. Ja, Mr. Strobe ist mir ein wenig zu gold und das aus der Face-Palette ist mir ein bisschen zu dezent. Hier kommt Mr. Strobe hin. Hier ist übrigens ein Spiegel drin, was ich sehr begrüße. Dann gehe ich hier mit dem Highlighter-Pinsel rein. Abklopfen kann ja jeder. Das machen wir jetzt heute mal nicht. Oh ja, Mr. Strobe ist echt intensiv. Krass. Schön. Hammermäßig geil. Sehr, sehr dunkel tatsächlich, beziehungsweise gold, aber schön. Ja, ich wollte tatsächlich gleich so in den Garten gehen. Dann drehe ich mal eben mein Hintergrundlicht zu mir, dass ihr dann auch die andere Seite richtig seht. Weil meistens habe ich von der Seite irgendwie zu wenig Licht, weil da ein Fenster ist und da nicht. So, jetzt habe ich den Pinsel ein bisschen sauber gemacht und gehe dann in die Face-Palette rein. Der staubt ein wenig. Den trage ich jetzt hier mal auf. Der ist auch da, aber nicht so intensiv tatsächlich. Ne, nicht so intensiv wie der Mr. Strobe. Also da haben wir einen krassen Unterschied, ne? Wow. Joa. Ja, das heißt, diese Palette hier, diese Face-Palette, ist jetzt nicht unbedingt mein Favorit, muss ich gestehen. Der Highlighter der Mr. Strobe ist bestimmt für den Sommer auch eine ganz schöne Geschichte oder wenn man abends weggeht. Aber ja, man muss da schon ein bisschen gebräunt für sein. Aber da ich jetzt halt auch ein sehr dunkles Bronzing-Puder drauf habe und ein Konturprodukt und so, passt das schon, ne? Ja. Dann machen wir jetzt mal die Augenbrauen. Dafür habe ich auch wieder zwei verschiedene Produkte. Da habe ich einmal den Eyebrow Pencil. Das ist dieser hier. Der ist so aschig. Das ist, ja, eine Hausnummer, ne? Ich glaube, da habe ich mir eine falsche Farbe ausgesucht. Denn ja, oh mein Gott. Das ist mir, glaube ich, viel zu dunkel. Das ist ja fast schwarz. Die Farbe 01. Mal gucken, ob ich das. Puh, mal gucken, mal gucken. Und dann habe ich hier noch ein Eyebrow Kit. Das ist dieses hier in der Farbe Trivi Grey. Und da haben wir hier das Augenbrauenprodukt zusammen mit einem Mini-Spoolie und einem Mini-Pinselchen. Und ich probiere erstmal das Augenbrauengel, die Pomade aus. Das Pinselchen ist ziemlich plastikartig, deswegen ist es nicht ganz so mein Fall. Und ich, ja. Struggle da gerade ein bisschen mit, aber wir gucken einfach mal, ob ich das mit dem Ding auch hinkriege. Und dann bürste ich das mit diesem kleinen Spoolie hier einfach mal durch. Aber es ist meine Augenbrauenfarbe. Das Produkt gefällt mir schon ziemlich, 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 ziemlich gut. Ich versuche jetzt auch mal den Augenbrauenstift und wenn er nicht gefällt, dann werde ich zu der Pomade wechseln. Aber ich glaube, dass er mir zu aschig, zu grau sein wird. Ja, der ist dunkel. Das ist zu dunkel, ne? Und zu grau. Das mag ich nicht so gerne leiden. Das passt nicht so wirklich bei mir. Heißt, ich mache mir da die Pomade auch auf diese Augenbrauenseite.
Die ist super cremig, hat eine angenehme Deckkraft. Also man kann sich da schon fette Augenbrauen mit zeichnen. Also ich sehe es ja hier, dass ich hier auch intensiver mitmalen kann und es trotzdem noch halbwegs natürlich, jedenfalls von der Ferne aussieht. Aber, also ich finde die Deckkraft genau passend für mich, ne? Dass ich da halt gut mitarbeiten kann, also nix aber. Ja, so würde ich es jetzt erstmal lassen. Ich bin nicht so die geübteste in Augenbrauenpomaden und ich finde, ich habe sie mir jetzt auch ein bisschen groß gemacht. Aber es lässt sich trotzdem schön verarbeiten und es macht auch irgendwie schon Spaß damit, weil es fühlt sich so künstlerisch an, wenn man das verwendet. Ja, deswegen die Augenbrauenpomade finde ich cool. Diesen Stift fände ich garantiert auch total super, wenn es denn meine Farbe wäre. Aber da habe ich mich wohl verklickt. Gut, als nächstes würde ich jetzt mich den Augen widmen und da haben wir eine Lidschattenpalette, die ich verwenden möchte. Das ist diese hier, das Eyeshadow Trio Mocha. Ich kriege das nicht ganz auf, ich habe das jetzt hier unten rausgezogen und dann kannst du hier so ein Spiegelchen hochklappen. Dann hat man hier auch noch einen Lidschattenpinsel mit dabei, finde ich ganz süß für unterwegs, ne? Ich bin eigentlich eher der Fan, dass ich normale Pinsel verwende und das machen wir jetzt auch. Und ja, hier haben wir die drei verschiedenen Farben. Und damit schminken wir uns jetzt mal einen kurzen und coolen Alltagslook. Meine Augenlider möchte ich aber zuerst setten und zwar mit dem Puder hier. Da nehme ich mir jetzt einfach, ne, einen Blendepinsel, gehe in das Puder und sette meine Augenlider. Dann nehme ich mir hier den hellen matten Ton. Es staubt. Und den setze ich mir in meine Lidfalte. Also der lässt sich schön verblenden, das muss ich wirklich sagen. Und der hat so einen schönen, kühlen, aschigen, weiß ich nicht, rauchigen Ton, ne? Das ist schon cool. Mit einem präziseren Blendepinsel nehme ich mir das dunkle Braun hier unten auf und gebe mir das nach außen hin. Und verblende das auch so ein bisschen unterhalb von dem, von der Transition Shade, von der Übergangsfarbe, direkt in die Lidfalte. Und ich gebe mir den Ton auch direkt mit diesem Pinsel an meinen unteren Wimpernkranz. Krass, wenn ich jetzt ins Display gucke, sehe ich einfach, wie rot das Ganze hier aussieht, ne? Ein sehr warmes Sommer-Make-up wird das hier. Und diesen ganz hellen Schimmerton, der hier mit drin ist, nehme ich mir mit dem Schwämmchen-Applikator auf und verteile den auf meinem kompletten beweglichen Lid und auch im Innenwinkel und unter der Augenbraue. Ja, und das ist jetzt so ein klassischer Dreifarben-Augenlook. Für mich ist das alles ein bisschen zu langweilig, um ehrlich zu sein. Also ja, ich brauche eigentlich noch ein bisschen mehr, aber ich lasse das jetzt einfach mal so, wie es ist. Und ja, dann würde ich sagen, setten wir das Ganze. Dafür haben wir hier den Make-up-Fixer. Ja, das ist ein Fixing-Spray. Und das gebe ich mir einfach auf mein Gesicht. Ein intensiver Sprühnebel, der dich zwar nicht anspringt, aber den du auf der Haut spürst. Dann wird das Ganze in die Haut eingearbeitet. Nun haben wir eine Mascara, die ich gerne mit euch zusammen testen möchte. Und zwar die Deep Black Extension Mascara. Das ist diese hier. Die Verpackung hebt sich extrem ab von den anderen Verpackungen, weil sie weiß ist. Wir haben hier ein sehr stachelig aussehendes Gummibürstchen. Hat einen sehr angenehm dezenten Duft. Inwiefern auch immer man das zu einem Mascara-Duft sagen kann. Ohne Mascara. Erste Schicht. Zweite Schicht. Dritte Schicht. Also ich dachte erst, als ich die genommen habe, so, ich weiß ja nicht, vielleicht kommt da nicht so viel Produkt auf die Wimpern. Aber Leute, es kommt enorm viel Produkt auf die Wimpern. Sie macht einen schönen Augenaufschlag, sie macht schönes Volumen und Schwung und Länge und ich mag die. Doch, die ist ein bisschen sehr dickflüssig und nicht so leicht in der Anwendung. Auch dieses Bürstchen finde ich ziemlich problematisch. Aber das Ergebnis überzeugt und dann lohnt sich halt einfach die Arbeit, die man dann da entsprechend reingesteckt hat, um das zu bekommen. Und das gefällt mir. Also das pimpt jetzt auch nochmal den Augenlook richtig schön auf und lässt das Ganze auch richtig gut aussehen, finde ich. Und so schaut das aus der Entfernung aus. Und ich finde, das sieht gut aus. Also mir gefällt das Augen-Make-up tatsächlich jetzt auch dadurch, dass die Wimpern so intensiv betont wurden. Es sieht alles recht stimmig aus. Das Einzige, was ich jetzt ein bisschen richtig heftig intensiv finde, ist halt meine Base. Also, ne? Deswegen
Das ist, da muss ich mich noch irgendwie rantesten. Ich bin halt kein Cream Contour Pro. Kommen wir nun zu den Lippenprodukten. Und da habe ich 3 Stück. Die werde ich jetzt auch direkt mal auf den Lippen mit euch zusammen ausprobieren. Da fange ich doch einfach mal an mit diesem Lippenstift. Das ist in der Farbe Coral, also ein korallfarbener Lippenstift. Der wirkt auf der Haut aber nicht so intensiv, Gott sei Dank. Der hat eher so ein Hauch von Koralle in sich drin und hat ein sehr angenehmes Glossy Finish. Also der fühlt sich auch super pflegend und angenehm auf den Lippen an. Der gefällt mir schon mal richtig gut. Der macht sogar weiße Zähne. Das hat man normalerweise nicht bei diesen Farben, ne? Alternativ haben wir 2 Chubby Lipsticks. Da habe ich einmal den hier in der Farbe Puncherry oder Puncherry. So ein schöner Beereton. Kann man so hochdrehen. Und der sieht auch sehr frühlinghaft, sommerhaft aus. Der hat auch so einen leicht, minzigen Duft, sage ich mal. Also das ist sehr, 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 weiß ich nicht, angenehm kühl auf den Lippen jetzt. Der passt sogar sehr gut zum Look, finde ich. Also dadurch, dass die Augen so kühl sind und die Lippen so warm, passt das irgendwie, dieser Kontrast. Und dann haben wir nochmal den Chubby Lipstick in der Farbe Bubblegum. Der ist halt richtig, richtig pink. Der leuchtet fast schön im Dunkeln, ist aber auf den Lippen sehr zart, aber trotzdem sieht man auch das Pink. Ja, und so sieht dann der fertige Look mit den ganzen Nähprodukten aus. Schreibt mir gerne eure Meinung unten in die Kommentare rein. Mir hat das meiste tatsächlich gut gefallen, also vor allem das Puder hat mich geflasht. Das Augenbrauenprodukt muss ich halt einfach ein bisschen besser verwenden lernen. Die Mascara ist geil. Die Facepalette war nicht ganz so mein Fall, die Highlighter ein Traum. Also krass, was für eine Strahlkraft ich habe. Die Foundation, hammermäßig, da muss ich halt nur irgendwie mit meinem Haaransatz eine Lösung finden. Das hatte ja nicht so ganz so gut funktioniert. Aber alles in allem werden die Produkte auch noch weiter verwendet und eingehend getestet. Die Lidschattenpalette hat mich überrascht tatsächlich von ihrer Intensität, aber dann doch irgendwie enttäuscht von ihrer Langweiligkeit, weil sie halt aus 3 Tönen besteht. Aber das ist einfach so ein Spleen von mir, weil ich bin ja auch ein Freak, was das angeht. Da brauchen wir ja gar nicht drüber streiten. Aber für so einen schnellen Abendlook ist es definitiv cool, ne? Das machst du dir eben in 5 Minuten drauf und kannst dann direkt rausgehen. Mega gut. Und die könnte theoretisch noch 1A auch in die Handtasche mit reinpassen. Und ich glaube, da werde ich sie mir auch hinpacken, dass wenn ich dann spontan nach der Arbeit irgendwo hin möchte, aber trotzdem einen schönen Look drauf haben möchte, dass ich die dann einfach verwende. Und ihr Lieben, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Mir hat es mega Spaß gemacht. Meine Haut fühlt sich toll an. Und vielen Dank an Dalton für die Zusendung von den Produkten. Das ist echt nicht selbstverständlich, weil es, also, fand ich schon krass und mega lieb von euch. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Style & Talk Videos. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!